Die Ergebnisse stimmen wieder. Mit 2 Siegen im Rücken kann der FC Energie Cottbus mit etwas mehr Selbstbewusstsein in das nächste Heimspiel gehen. Nur 5 Tage nach dem 3:2-Sieg gegen Halle muss die Mannschaft am Sonntag schon wieder ran. Gegner ist dieses Mal der Karlsruher SC. Also, wir werden kräftemäßig kein Problem bekommen. Zumal wir müssen festhalten, dass mit diesem Spiel am Wochenende und kommenden Mittwoch für alle Mannschaften die gleichen Belastungen da sind. Wir reden über einen Tag. Da gehe ich nicht mit. Dass es im Fußball, natürlich ist Regeneration wichtig, Erholung wichtig, aber die Basis wurden vorher gelegt. Das sieht man ja jetzt in den Spielen, zumindest bis letzten Mittwoch war es so. Und da mache ich mir keine Sorgen. Karlsruhe hat auch am Mittwoch gespielt. Also ist ja für gleiche die Belastung. Und vor allem seitdem einige Langzeitverletzte wieder belastbar sind, geht es für den FCE langsam bergauf. Das heißt für Trainer Klaus-Dieter Wollitz aber auch, dass die Auswahl für die Startelf wieder größer wird. Die Frage ist jetzt, die ich zu beantworten habe, ich persönlich, macht es jetzt Sinn zu wechseln? Diese Frage muss ich beantworten. Ich muss sie vor dem Spiel beantworten. Andere können sie dann nach dem Spiel mir sagen, wie schlecht ich eigentlich bin oder wie falsch ich das wieder eingeschätzt habe. Damit kann ich gut leben. Wie gesagt, ich muss und möchte für Sonntag für mich dann beantwortet haben, bleiben wir so oder wechseln wir was? Es gibt genug Spieler. Geißler, der trainiert seit 3 Wochen herausragend. Holthaus trainiert seit 3 Wochen herausragend. Schneider trainiert immer gut. Er ist ein richtiges, was heißt Opfer, aber im Moment gibt es für mich keinen Grund, da irgendwas zu verändern oder zu experimentieren, schon gar nicht. Wollitz will die Leistung und Überzeugung aus den letzten beiden Spielen sehen. In der Hinrunde hat der Karlsruher SC gesiegt. Dieses Mal sollen auf jeden Fall wieder 3 Punkte für den FCE her. Wie ist dabei erstmal zweitrangig? Weil das haben wir bisher in dieser Saison noch nicht gehabt. Wir haben noch keinen Sieg. Die Siege, fand ich, haben wir schon verdient gehabt. Aber wir haben noch nie so ein richtiges schlechtes Spiel und gewinnen einfach mal. So wie Karlsruhe im Hinspiel gegen uns. Ich fand, dass sie da nicht so gut gespielt haben und haben gewonnen. Und vielleicht drehen wir den Spieß am Sonntag. Dafür wünscht sich Wollitz trotzdem wieder ein möglichst volles Stadion und die Unterstützung der Fans. Anstoß ist um 13 Uhr im Stadion der Freundschaft.